Moin Hamburg, ich bin Felix Weiß von der Firma Jürgen Weiß Immobilien. Im heutigen Video möchten wir euch gemeinsam mit unserem Partner, dem Hamburger Abendblatt, vorstellen, wie läuft eigentlich ein Immobilienverkauf ab. Und zwar von der Bewertung der Immobilie bis zum Notartermin. Wir haben gerade das erste Mal mit den Eigentümern gesprochen. Es besteht noch gar kein direkter Verkaufswunsch. Im ersten Schritt soll es darum gehen, was ist meine Immobilie eigentlich wert? Man findet online schon gute Preisindikationen und Preisspannen. Für eine realistische und vor allem professionelle Bewertung ist es jedoch notwendig, dass wir uns die Immobilie vor Ort anschauen. Eine ganz häufige Frage ist die Bewertung eigentlich kostenlos und unverbindlich? Wo die ganz klare Antwort ist, ja. Die Bewertung soll eine Entscheidungsgrundlage darstellen, ob die Immobilie überhaupt verkauft werden soll und ob man sich bei dem Makler auch gut aufgehoben fühlt. Ganz wichtig ist hier auch zu verstehen, dass ein Immobilienmakler nur Anspruch auf Provision hat, wenn er die Immobilie nach Beauftragung erfolgreich verkauft hat. So, jetzt sind wir auf dem Weg zur Immobilie, haben uns mit der Lage schon genau befasst, haben festgestellt, dass wir in den letzten Monaten tatsächlich ein Objekt in der unmittelbaren Umgebung verkauft haben und auch einiges eingewertet, sodass wir gut vorbereitet sind. So, hier ist die Immobilie. Da wollen wir mal schauen, was uns heute erwartet. Wir stehen jetzt schon vor der Immobilie und werden bei diesem Termin sowohl die Immobilie als auch die Eigentümer das erste Mal persönlich kennenlernen. Und es geht im Endeffekt darum, dass wir alle wesentlichen Daten der Immobilie gut zusammenfassen und das Haus verstehen. Die Eigentümer müssen für diesen Termin relativ wenig vorbereiten. Wichtig ist nur, dass alle Grunddaten der Immobilie vorliegen und wir Zutritt zu allen Räumen haben. Guten Tag. Hallo, Herr guten Weiß. Tag. Ich bin Felix Weiß. Genau, wir hatten uns verabredet. Guten Tag. Dankeschön. Hallo. Hallo. Tag, Herr Weiß. Darf ich reinkommen? Bitte schön. Ich würde mir einmal was über die Schuhe ziehen, damit das Haus nicht so schmutzig das wird. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Danke. So, ich würde sagen, wir setzen uns erstmal hin. Wunderbar, dann gehen wir gleich ins Esszimmer. Ich folge Ihnen. Kommen Sie bitte. Heute soll es ja darum gehen, dass wir die Immobilie erstmal bewerten. Ja, wunderbar, dass Sie da sind. Vielen Dank. Weil wir tatsächlich überlegen, auch die Immobilie zu verkaufen. Insofern ist natürlich die Bewertung für uns sehr wichtig. Okay. Wichtig ist da, dass wir erstmal einige Grunddaten vom Haus kennenlernen. Die ganzen Unterlagen werden erst im nächsten Schritt, sollte es zum Verkaufsfall kommen, notwendig sein. Aber ich würde mir ein paar Notizen machen und danach gehen wir einmal durch Ihr schönes Haus. Wunderbar. Wann ist das Haus denn gebaut? Gebaut wurde das Haus 1976. 1976. Und die Grundstücksgröße? Ungefähr 1050 Quadratmeter. 1050 Quadratmeter. Wohnfläche? Insgesamt 203. 203 Quadratmeter Wohnfläche. Wie wird hier geheizt? Wir haben eine Ölheizung. Eine Ölheizung. Und wahrscheinlich wurde dann auch Fußbodenheizung verbaut? Ja, die wurde im Rahmen der Kernsanierung eingebaut. Okay, das heißt, das Haus wurde wann kernsaniert? 2019. Ich denke, dann wäre das Beste, wenn wir einmal durch die Immobilie gehen und Sie mir anhand des Rundgangs erklären, was alles gemacht wurde. Wunderbare Idee, machen wir. Okay, also dann tauschen wir einmal die Rollen und Sie führen mich wie eine Immobilienmaklerin durch das Haus. Ja, also das Esszimmer, das kennen Sie ja jetzt schon. Ja. Jetzt sind wir hier in dem großen, lichtdurchfluteten Wohnzimmer. Ja, sieht schön aus. Ich habe direkt eine Frage. Ist das eine tragende Wand hier? Das ist tatsächlich eine tragende Wand. Und den Durchbruch, den haben wir gemacht mit einem großen Sturz. Okay, alles klar. Was ist das für ein Boden? Der Boden ist ein Parkettboden. Das sieht mir nach Eiche aus, wenn ich mich nicht täusche. Das ist ein Eichenboden. Fügt sich gut ein, hier sieht sehr schön aus. Ich sehe, die Fenster hier wurden in 2019 erneuert. Ja, tatsächlich. Genau. Woher wissen Sie das? 2019? Das steht ganz oft in den Fensterrahmen drin. Ah, guck an. Das wissen viele gar nicht. Ja. Nee, das wusste ich auch ganz nicht. Ganz einfach, kein großer Trick. Also tatsächlich haben wir im ganzen Haus 2019 alle Fenster erneuert. Okay, alles klar. Sind alle erneuert worden. Ich würde sagen, wir gehen einmal in den Eingangsbereich. Sind wir vorhin nur schnell vorbeigelaufen und dann in Richtung Küche? Mhm, gerne. Wunderbar. Das ist ja richtig schön gemacht. Das ist ja wirklich, ja. Und ein richtig, richtig luftiges Raumgefühl hier, ne? Ganz schön. Irre, wirklich. Ja.
Ja, dann vielen Dank für den netten Rundgang. Gern geschehen. Und ich würde sagen, wir machen uns an die Arbeit und machen vielleicht einen neuen Termin aus, wo wir Ihnen die Bewertung dann in einem unserer Büros vorstellen können. Wie schaut es denn nächste Woche Montagnachmittag aus? Zum Beispiel um 15, 16 Uhr? Ja, ein bisschen später, 18 Uhr. 18 Uhr, ja, passt auch. 18 Uhr? Lassen Sie uns das gern festhalten. Wir schicken Ihnen nochmal eine Terminbestätigung raus. Vielen Dank. Und ich lasse Ihnen auch nochmal einen Flyer und eine Visitenkarte da. Dann sehen Sie nochmal unsere Büros, wie wir arbeiten. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Termin mit Ihnen. Sehr schön, vielen Dank. Danke Ihnen. Bei der Immobilienbewertung schauen wir uns an, was wir in ähnlichen Lagen schon eingewertet oder auch verkauft haben, ziehen uns dann Werte des Gutachterausschusses und arbeiten mit den drei normierten Bewertungsverfahren Ertragswertverfahren, Sachwertverfahren und Vergleichswertverfahren. Guten Abend, hallo. Hallo. Kommen Sie gern rein. Hallo, meine Kollegin. Hallo, freut mich. Hallo, guten Abend. Hallo. Können wir Ihnen die Jacken abnehmen? Gerne. Ich hänge die einmal auf. Setzen Sie sich gern schon. Ja, wie versprochen haben wir eine Bewertung Ihrer Immobilie erstellt. Einmal in Form einer Präsentation hier im Fernseher und dann auch noch eingebunden, was wir Ihnen danach gerne noch mitgeben würden. Wir werden das Ganze jetzt einmal Seite für Seite durchgehen und wenn Fragen sind, unterbrechen Sie uns gerne. Wichtig hier zu sagen, es ist sehr objektiv gehalten und nicht so emotional wie im Exposé dargestellt. Sie sind natürlich absolut frei in Ihrer Entscheidung, ob, wann und mit wem Sie Ihre Immobilie verkaufen möchten. Wir würden uns über eine Beauftragung freuen, aber machen Sie sich gerne erstmal in Ruhe Gedanken, kommen Sie gut nach Hause und melden Sie sich gerne bei weiteren Fragen. Die Eigentümer haben sich nach einiger Zeit bei uns gemeldet und sich dazu entschieden, ihre Immobilie zu verkaufen und uns damit zu beauftragen. Hier arbeiten wir mit einem sogenannten Makler-Alleinauftrag, was bedeutet, dass nur wir die Immobilie für einen vorher festgelegten Zeitraum anbieten dürfen. Hintergrund ist hier, dass wir nicht unerhebliche Kosten einmal bei der Aufarbeitung der Immobilie, aber auch bei der Bewerbung haben. Sowohl für den Fall, dass wir die Immobilie erfolgreich verkaufen, aber auch wenn nicht, tragen wir die Kosten der Aufarbeitung. Denn es handelt sich um ein reines Erfolgsgeschäft. Und jetzt beginnen wir mit der Aufarbeitung der Immobilie. Flurkarte, aktueller Grundbuchauszug und Energieausweis liegt vor. Wie schaut es mit der Baulastenauskunft aus? Wird morgen vorliegen. Morgen vorliegen. Und wir haben Mittwoch den Termin für das Aufmaß und die Wohnflächenberechnung. Perfekt. Hier fehlt noch ein Fensterelement und magst du hier noch eine Kücheninsel einzeichnen? Dann arbeiten wir mit einem professionellen Immobilienfotografen zusammen. Da haben wir jetzt für Donnerstag um 15 Uhr einen Termin vereinbaren können. Das Wetter soll sehr gut werden und die Eigentümer konnten sich an dem Tag freinehmen und wollten gern dabei sein. Im Normalfall erstellen wir am selben Tag noch einen sogenannten Matterport-Scan, das heißt einen 360-Grad-Rundgang, wo die Immobilie aus der Ferne, aus allen Winkeln besichtigt werden kann. Wir sind jetzt bei der Auswertung der Makrolage. Haben wir die Distanzangaben alle drin? Die haben wir inkludiert. Zur Hamburger Innenstadt benötigt man 40 Autominuten. Der Flughafen ist in ca. 20 Autominuten zu erreichen. Perfekt. Dann lass uns noch die Einkaufsmöglichkeiten und das Schulangebot mit reinnehmen. Wenn wir alle Unterlagen zusammengestellt haben, die Fotos und nach dem Matterport-Scan fertig bearbeitet haben, erstellen wir das finale Verkaufsexposé, um dann mit der eigentlichen Vermarktung zu beginnen. Im ersten Schritt werden unsere internen Suchkunden angesprochen. Im zweiten Schritt bewerben wir die Immobilie auf den größten deutschen und teilweise auch internationalen Immobilienportalen. Dann auf unserer gut rankenden Homepage, auf Social Media und in wertigen Printmedien. Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit der sogenannten stillen Vermarktung. Das heißt, die Immobilie wird nicht online beworben. Nur sollte man sich als Eigentümer darüber im Klaren sein, dass dann ein deutlich kleinerer Markt angesprochen wird. Während des Vermarktungsprozesses verschicken wir Exposés, beantworten Fragen über die Lage und auch die Immobilie selbst, verschicken Unterlagen und terminieren die Besichtigungstermine. Teilweise bekommen wir einen Schlüssel übergeben, das heißt, wir führen die Besichtigung komplett eigenständig durch. Manchmal möchten Eigentümer auch dabei sein, wo wir absolut flexibel sind. Was man versuchen sollte zu vermeiden, ist, dass Eigentümer selber eine verkaufende Rolle einnehmen. Bei Kaufinteresse übernehmen wir die Verhandlung zwischen Verkäufer und Käufer, bis Handelseinigkeit besteht, um dann im nächsten Schritt eine sogenannte Bonitätsprüfung durchzuführen.
Wenn uns ein Kapitalnachweis oder eine Finanzierungsbestätigung vorliegt, fordern wir noch eine sogenannte Kaufabsichtserklärung an, um dann im nächsten Schritt das Vertragswerk aufsetzen zu lassen. Im nächsten Schritt wird das Vertragswerk an alle Parteien verschickt, das heißt an Verkäufer, Käufer und uns als Makler. Dann wird ein Notartermin vereinbart, wo das komplette Vertragswerk verlesen und am Ende unterschrieben wird. Die Zahlung der Immobilie und auch die Übergabe findet üblicherweise einige Wochen bis Monate später statt. Bei der aktuellen Marktsituation dauert der Immobilienverkauf im Durchschnitt 2 bis 4 Monate. Jedoch kommt es hier ganz stark darauf an, ob die Immobilie korrekt eingewertet wurde und wie die Nachfrage in der Lage ist. Ich hoffe, das Verkaufsprozedere mit allen Schritten soweit gut und verständlich erklärt zu haben. Wichtig zu sagen ist, dass natürlich auch dem privaten Verkauf nichts entgegensteht. Nur ist es aus Erfahrung so, dass bei der Zusammenarbeit mit einem professionell arbeitenden Makler mit ausreichend Fachwissen zum einen eine große Zeitersparnis besteht, eine rechtliche Absicherung gegeben ist, Fehler vermieden werden und ein höherer Verkaufspreis erzielt werden kann.